Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Village. Oh, bin ich durch? Warte, ich bin zu dick, ich stecke fest. So, oh, jetzt geht's, okay. Musste meine Arschbacken noch durchzwängen. Thick Boot. Ich habe direkt den richtigen Weg gewählt, wa? Also hier kommt ihr aber nicht rein, oder? Hier geht's bestimmt später noch. Keine Schritte? Da ist er wieder. Jetzt komm ich wieder. Okay, das ist nicht gut. Ja, ich habe natürlich von allen Wegen, die man nehmen kann, bin ich wieder zurück. Es ist einfach eine Freude. Ich hatte noch mein Portemonnaie vergessen. Böster Wind. So. Entschuldigung. Ich hörte Schritte, deswegen bin ich sofort weggegangen. Ich höre manchmal immer noch Schritte, sind meine Augen, glaube ich. Wo haben Sie Rose hingebracht? Okay, wir müssen 4 Masken sammeln. Aha, 4 Steckplatz. 2er Steckplatz. Okay, wir müssen 4 Masken sammeln. Wahrscheinlich von den 3 Damen, den 3 kleineren und vielleicht von... Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ja, wir drin? So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt dort wäre, ja, selber... Ich würde ihm fucking Knoblauch abkaufen und meinen ganzen Körper damit behängen und einreiben. Ich würde den Knoblauch zermanschen und mich damit komplett von oben bis unten komplett Domatik einreiben. Okay, wie cool ist das denn? Was ist... Das hier ist nicht so cool da unten. Das ist der Schädel, den wir ihm verkauft haben, der eine, oder? Glaube ich. Und das hier ist die ganze Burg. Boah, das ist aber nice. Aber was bedeuten die Dinger da in der Mitte? Ich glaube, wir können im ganzen Spiel immer Sachen finden. Zum Beispiel da unten die Schädel rein. Hier vielleicht noch was rein, wo Untersuchen steht. Da kommt vielleicht noch was rein. Und generell die Burg immer erweitern. Mit Sachen, die wir ihm verkaufen vielleicht. Norstetins Labyrinthe. Norstein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe: das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Okay, vielleicht doch nicht der Schädel, den wir gefunden. Aber vielleicht doch. Speichern, ja bitte. Speichern. Das war ein Safe-Gemessage. Das war ich nicht. Das war ein Safe-Game. Kannst du mal die Fresse halten da hinten, Mann? Der Duke geht mir langsam auf den Sack. Das war ein Safe-Game, das hat sich angelegt wegen Aufnahmewechsel. Falls ihr euch wundert. Also wenn man jetzt nochmal guckt, welcher ist heute? 7.5. erste Aufnahme und heute nächste Aufnahme. So läuft es hier.
Schwierigkeit Standard, wie immer normal. Falls ihr euch gefragt habt, wir spielen immer auf normal. Ob das hier eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber mal gucken, wie wir uns durchschlagen. Ich hatte sogar überlegt, auf leicht zu spielen, weil ich eigentlich nur den Horror mitnehmen wollte und gehört habe, dass es shooterlastiger wird. Da hatte ich das überlegt, aber dann habe ich gedacht so, ja, mal gucken, da kommt es hier schon irgendwie durch. Aber ich will wirklich, mir geht's, ich liebe Horror. Shooter, coole Shooter natürlich auch, aber ich meine, guck dir die Atmosphäre hier an einfach. Das ist so prädestiniert. Der Typ, ne? Oh, ist das schön. Alter, ist das schön hier. Boah. Das sieht anders aus als in dem Dorf da unten. Ah. Pistolenmunition. Die Welt steht still, Pistolen. Hier sind wir wieder. Wir sind beim Eingang, ne? Jo, da ist der Eingang, da drüben ist der Fahrstuhl. Okay, ich geh da vor. All in. Ich gehe all in the castle. So. Mhm. Herr Schubert, ich grüße Sie. Okay. Ich höre entfernte Türen. Ich bin mir nicht sicher. Fahrstuhl, gehe ich mal hier lang. Der Weinraum. Wine and Dine. Eine Chemikalie, wunderbar. Ein Kraut haben wir ja. Herstellen. Oh, wir haben sogar, ein bisschen mehr. So, habe ich mal gemacht. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Die Geschichte der Weinherstellung auf Schloss Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, lange vor der Zeit der derzeitigen Besitzer. Alcina Dimitrescu erweitert traditionelle Verfahren um ihre eigene Methode der Weinherstellung und verleiht ihrem Wein so ein besonders reiches Bouquet. Ihrem besten Jahrgang verlieh sie den Namen Sanguis Virginis, Blut der Jungfrau, oder Sanguis Virginis. Er lagert in einer Flasche, die kunstvoll mit silbernen Blumenornamenten verziert ist. Blut der Jungfrau. Aha. Und das müssen wir bestimmt finden. Hier pfeift schon wieder irgendwas. Untersuchen. Für eine besondere mit Blumen verzierte Flasche. Okay. Das Blut der Jungfrau müssen wir hierher bringen. Okay. Ich hab mich gerade vor der Vase erschrocken. Hör auf! Vielleicht bin ich ein bisschen drüber. Gut, hier kann man immer gucken, falls jemand kommt. Das ist sehr gut. Von der anderen Seite verschlossen. Erstmal gucken. Oh. Ach, von der anderen Seite. Ich bin sehr schlau. Ich bin hochkonzentriert. So. Schießpülverchen. Können wir später noch. Hoffentlich Munition draus machen. Die wird bestimmt nicht sauer sein, dass wir ihre ganzen Vasen zerdeppern, oder? Das wird sie verstehen. Komm, da hinten kommen wir bestimmt raus, wenn wir den Fahrstuhl nehmen? Fragezeichen. Da steht noch eine Vase. Wilson. Oh, da passt der Ring rein, oder? Ring mit rostrotem Auge. Das kann so nicht verwendet werden. Okay, das rostrote Auge muss da 100% rein. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das kommt da bestimmt rein. Ich nehme jetzt mal die Knarre. Aha. Kann ich den Ring irgendwie auseinandernehmen? Wo ist denn der? Objekte herstellen, wichtiges. Ring mit rostrotem Auge, untersuchen. Untersuchen. Rostrotes Auge, alles klar. Dann wollen wir mal. Rostrotes Auge. Hm. Guck mal hier. Cosplay ist fertig. Oh nein, 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 oh nein. Oh nein.
Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich, schlitz dich auf und zieh an. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. How about now? Ich wollte mich doch erstmal nur umsehen. Man kann nicht mehr... Weißt du, man darf heute nicht mal mehr ungestört irgendwo einbrechen. Ohne, dass irgendjemand wieder ein Drama draus macht. Es ist doch einfach... Wir leben in furchtbaren Zeiten. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Hier sieht alles so gleich aus. Das ist der Duke, ne? Ah, wir sind wieder hier. Alles klar. Was passiert, wenn ich einen Fahrstuhl nehme drüben? Scheiße, nichts ist passiert. Okay, können wir hier irgendwas reparieren? Nee, ne? Ah, der Fahrstuhl kommt bestimmt von oben. Wir müssen oben irgendwas machen. Naja, gut. Okay. Waren wir... Untersuchen. Teetasse mit sehr viel Lippenstift und hier sieht nach einem guten Traubensäftchen aus. Ich weiß nicht genau, warum wir das untersuchen. So, hier Handtasche, die würde ich untersuchen. Wir müssen ja Geld sammeln. Ich glaube, ich muss gar nicht aufs Messer wechseln. Ich mache das aus Gewohnheit. Mache ich privat halt auch immer. Es ist keine sehr schöne Schublade, weil nichts drin ist. Verdammt. Na gut, dann... Da war nichts, ne? Ja, okay. Unter der Treppe ist auch nichts. Nein, wie soll man denn da Staub wischen? Da kommt doch keiner rein. So, na gut, mal gucken. Ist die Dame noch da? Ich meine, einfach so erschießen können wir die bestimmt nicht, oder? Ich meine, das ist immer ein Vampir. Da braucht man doch bestimmt mehr Schmackes. Ich hätte beim Duke speichern sollen eigentlich, aber egal. Okay. Madame Scheißausfliege. Och, Alter. Versuchst du meinen Appetit anzuregen? Untersuchen. Ich habe gar nicht geguckt, was da ist, ehrlich gesagt. Untersuchen, wichtiges Familienfoto. Ich verwende das Familienfoto, damit kommen wir da rein. Nicht schlecht. Wie fühlt sich's an? Ja, ich brauche eine Fliegenklatsche, verdammt. Oh, ich komme nicht mehr raus. Abgestanden? Ich will dich lecker. Die kommt nochmal, ne? Die ist nicht weg. Kann man eine ganze Muni reinballern. Ich glaube, das bringt gar nichts. Mein Blut pulsiert. Ja? So, warte. Untersuchen. Ich habe aber keinen Schlüssel dafür. Oh, warte mal. Hier ist ein Vorhang, aber da passiert gar nichts. Ach, jetzt geht's hier rein. Eben gerade ging's noch nicht rein. Ich habe meine ganze Muni umsonst weggeballert. Ach, so eine Scheiße. Ich sollte eigentlich nochmal laden, weil ich ja mehr Munition habe. Das ist echt, das ist ja ärgerlich. Ja, wir gucken mal. 9. Juni 58.
Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juni. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. 8. Juli. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet, wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei, ich sollte das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Ich ärgere mich gerade, dass ich so viel Muni in die verballert habe, weil ich wusste nicht genau, ob ich die wegballern kann. Natürlich besteht die aus Scheißhausfliegen, da ist die Chance relativ gering. Wir haben viel zu viel Muni in die versenkt. Ärgert mich. Und die Tür war beim ersten Mal, wo wir gerade durchgekommen sind, die Tür war beim ersten Mal geschlossen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die Tür geschlossen ist. Ich gehe nicht davon aus, dass sie plötzlich auf ominöse Art und Weise jetzt einfach beim zweiten Mal dann offen ist. Natürlich gehe ich davon aus. Oh. Die riecht doch unser Blut. So, die alte Moos-TDE ist weg, ne? So. Aber trotzdem sehr cooles Charakterdesign. Ich find's so cool, dass sie sich mal bücken muss, um durch die Tür zu kommen. Das finde ich so nice. Ah. Es gab wohl McChicken. Ja, gut. Hühnerblut, da muss man schon verzweifelt sein. Hab ich gehört. Das ist nicht aus eigener Erfahrung. Ah, das war ich gerade. Oh, Mann. Ich dachte gerade, die kommt zurück. Ja, Pistolenmuni, dankeschön. Okay, wir haben 35 Schuss. 45 insgesamt. Ihr seht es nicht, weil es hinter der Kamera ist. Ich werde euch immer updated halten. Okay, erstens, ich glaube, wir haben hier ein bisschen Schaden genommen. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Ich hau mir noch keine Medizin rein. Ich spare da lieber ein bisschen. Das Ding haben wir draußen im Dorf gesehen, beim ersten Haus, wo wir angegriffen wurden. Und das passte, das Dorf war total zerfallen und zerlumpt, ihr wisst das ja noch. Und das Ding sah so hochwertig aus, dass es einfach gar nicht reinpasste, auch mit dem Feuer, mit diesem leuchtenden Feuer. Vielleicht immer so ein Hinweis, wo wir lang sollen, ich weiß es nicht genau. So, hier auf jeden Fall, ich glaube, apropos Dorf, ich glaube, das Dorf ist hier abgefüllt, wenn ich das richtig sehe. Oder vielleicht auch Nachbardörfer. Alles klar, ich muss die Knarre nicht wegstecken dieses Mal. Flintenmunition haben wir auch. Haben wir die Flinte? Die ist nachgeladen, okay. Boah, das ist aber ein schöner Raum hier. Sehr angenehm. Ah, okay. Ah, ich sehe schon. Trust in Light. Ja, ja, wir haben da drüben. Okay, warte mal. Ich weiß nicht genau, wie wir das hinkriegen. Ja, genau, das wollte ich machen. Und dann, ich weiß nicht genau, wie das physikalisch funktioniert, aber... Ja, wirkt vertrauenswürdig, wenn die alle da drauf zielen. Eine Taschenlampe wäre schön. Okay. Oh, hey. Das sind Stühle, die brauche ich noch für unsere Mitarbeiter. Das sind Motivationsstühle. Die halten nicht einfach wach, da wirst du nicht so schnell müde. Ist ganz gut. Nee. Von der Farbe, nee. Da drin ist aber auch nichts, ist sauber. Okay. Das sieht ein bisschen aus wie der Teer aus dem ersten Teil, weißt du noch? Dieser Schlamm, der überall war. So sieht's eher aus. Ah, okay. Das ist eine leichte Corsage. Da klebt überall getrocknetes Blut dran. Was aber normal ist bei Corsagen. Ja, wenn man die richtig anlegt. Für die Dame, für den Herrn. So.
Hier haben wir noch. Ah, ja, okay. Ich glaube, das waren die Überzeugungsräume. Oder Bewerbungsgespräche. Ich weiß nicht genau. So, Motivationsstühle. Ah, ja. Ah. Help me, brother. Ey, Bruder. Bruder, helf mir. Okay, ja, ich weiß nicht, ob es... Könnte zu spät sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber jemand hat offenbar ja auch Trust and Light geschrieben. Und hier, help me, brother. Also, irgendjemand lebt hier wahrscheinlich noch und wir müssen ihm helfen. Achso, das ist der Raum. Okay. Warum geht die Tür hier einfach auf? Ich gehe da nicht rein, weil die Tür einfach von sich aus aufgegangen ist. Die hier nicht. Ja, die Befürchtung hatte ich ein bisschen. So, oh, guck mal hier. So lustige Karnevalsmasken, voll süß. Hier auch. Ich bin ein Roboter. Und hier. Oh, kleine Schweinemaske. Hier so eine lustige, ich weiß nicht, Tränchenmaske. Da ist schon viel dabei. Ich gehe trotzdem rein. Ich glaube, da hat jemand seinen gesamten Lebenslauf ausgeschissen. Junge, 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 das ist aber schon puh. So, was immer das da ist, ich glaube, hier wurde jemand mit einem Hündchen gehalten, kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne mich nicht mit allen Foltermethoden aus. Habe nur weniger davon selber miterlebt. Das hier zum Beispiel ist gut für den Rücken. Der wird ein bisschen durchgestreckt und auch, ne, so, Akupunktur der 1000 Stecknadeln quasi. Da geht's gleich durch. Deswegen gehe ich da noch nicht lang, ich lese erstmal hier. Bestanden. Irina, Michaela, Luis und Ingrid. Abgelehnt. Ich sag ja, Bewerbungsgespräche. Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefana und Gabriella. Okay. Ich weiß nicht, was genau die alles bestanden haben. Warte mal, die vier haben bestanden. Okay. Ich dachte vielleicht, die Schwestern wären es gewesen, aber es sind ja nur drei. Wer hat denn geschrieben, help me, brother? Und geht's da noch rein? Nee, ne? Das ist nur einfach so ein Vorhang. Okay. Und hier ist keine Medizin irgendwo? Fände ich welche, würde ich sie nutzen. Ich glaube, ich kann auch jetzt welche nutzen. Ich bin nur wieder zu übertrieben sparsam. Ja, eine Schreibmaschine wäre wieder schön übrigens. Aber wenn es an mir ginge, wird hier alle drei Minuten eine Schreibmaschine stehen. So, okay, was steht hier? Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Luis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben aufgeweckt. Das sind doch bestimmt die Scheißhausfliegenmädels. Ich glaube, das sind die Scheißhausfliegenmädels. Ja, gut. Übertrieben aufgeweckt, sagst du? So, das hier sieht aus wie Krähen. Bin mir da nicht so sicher. Pistolenmunition. Oh. Die werden wir bestimmt gleich brauchen. Steht jemand und guckt mich an. Oh, das wäre ekelhaft. Ich hasse es, wenn Leute mich angucken. Fange ich sofort an zu schießen immer. Okay, da liegt glaube ich ein Zahnrädchen oder so wieder, ne? Ja, Metallreste. Das sind aber nicht die üblichen Metallreste, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, ich würde sagen, das sind doch keine Krähen. Das einfach nur, die haben einfach keine Beine. Die wurden irgendwie abgerissen. Nicht, also teils abgeschnitten, teils abgerissen. Ich glaube, die Beine wurden ihnen genommen, damit sie nicht flüchten können. Warum sie das bei uns versäumt haben, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Aber sonst wäre das Spiel auch relativ kurz geworden, glaube ich.
ist der nächste Schädel? Drei Schädel. Kristalliner Schädel. Oh, wir kriegen aber viele Lay. Das ist aber sehr großzügig. Da gab es bestimmt eine Währungsinflation. Oh, es kommt da noch mehr. Ich habe nicht mehr so viele Schuss, weil ich die Shotgun gespart habe, weil ich manchmal ein bisschen doof bin. Hinten sichern. Oh. Rohrbombe. Oh, alles klar, okay. Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen, keine Ahnung. Das Problem ist, so könnten die ja hier überall sein. Abstand zwischen uns bringen. Ingrid Halskette. Och, die Ingrid, die wird bestimmt dankbar sein. Ich glaube, das war gerade Ingrid. So viel Dankbarkeit ist da nicht mehr zu erwarten, aber man muss nehmen, was man kriegt. Kleines Danke wäre schön gewesen. Okay. Wir hätten wahrscheinlich gar nicht alle umbringen müssen, ne? Wahrscheinlich kann man die auch irgendwo hinlocken. Ja, so viel Schuss habe ich nicht mehr. Hat mich irgendwer von denen erwischt? Nee, ne? Die sind immer noch orange, gut. Ich sollte Medizin verwenden, aber ich bin so geizig. Weil ich immer Angst habe, wir haben immer zu wenig von allem. Die Ingrid. Eine Aussparung. Ja, später vielleicht mal, irgendwann. Ich weiß, da war eine Kiste. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Natürlich kann die ja durchgehen. Wie möchtest du sterben? Friedlich einschlafen zu Hause irgendwann. Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Ich würde gerne weg von dir! Oh. Nein, mach das nicht, mach das nicht! Deine Kugeln können mir nichts an... Du dreckige Missgeburt! Dafür wirst du büßen, du Bastard! Ich fühle keinen Schmerz. Ja, ich aber. Du wagst es, uns herauszufordern?
Nicht so. Das kann nicht sein. Naja, man muss nehmen, wie es kommt, ne? Das Leben ist unfair. Schamloser Kerl. Gut. Ich habe nur noch einen Schuss und ich bin mit der Maus gerade raus. Vor Aufregung. Kristalliner Torso. Oh, der ist aber schön. Pistolen, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Zum Glück ist sie ein Pistolen-Munitionsfan und sammelt zu Hause. Gott sei Dank, das bringt uns weiter. War das jetzt ein Mini-Boss-Fight? Okay, ich gehe nochmal unten gucken, ob die noch irgendwas da hat. Diesmal war ich echt verunsichert mal wieder, ob ich es richtig mache, weil bei der ersten, weißt du noch, da konntest du durchschießen, wie du wolltest, da ging die Tür erst beim zweiten Mal auf. Und jetzt wusste ich nicht, ob bei der hier das Schießen überhaupt was bringt. Da war ich so ein bisschen so, bringt das Schießen was? Soll ich überhaupt da reinballern oder soll ich das Fenster weiter aufballern? Das war gerade meine Überlegung, ob ich es falsch mache schon wieder. Man kennt es ja. Deswegen habe ich gerade aufs Fenster gezielt und plötzlich... Ja gut, die erste der Schwestern ist dann offenbar schon weg. Das ging ja zügig. Finde ich gut. Weiter so. Okay, haben wir hier noch irgendwie... Muni gibt es hier keine. Hier gibt es ein bisschen Blauschimmel. Den kann man nach Frankreich verkaufen. Und hier... Ah, die Kartoffelkiste, die kennen wir schon. So, sonst gibt's hier aber gar nichts, ne? Leider. Also ich meine, Muni haben wir jetzt ein bisschen wieder. Guck mal kurz. Flintenmuni, Flinte mal nachladen. 5 Flintenschuss haben wir noch. Und wir haben... Hab ich nachgeladen? Ja. Und wir haben noch 34 Schuss jetzt wieder an der Knarre, das ist gut. Ich habe vorher halt leider viel zu viel rausgeballert. Bei der Dame an der Tür. Aber wir versuchen trotzdem... Oh! Weißt du, warum mich die Küche erinnert? Ethan. Ethan. In der nächsten Folge? Ja, wahrscheinlich in der nächsten Folge die zwei anderen Schwestern. Ich hoffe, wir haben genug Muni. Ansonsten muss ich die vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich werde sie mit meinem Charme bezirzen. Das wird bestimmt funktionieren. Oder ich werde vorher einfach alles Blut von mir selbst ablassen, dann haben die gar kein Interesse mehr an mir. Das ist ein cleverer Plan. Und dann können wir das Spiel nämlich durchspielen. So, jetzt einmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao mit V. Tschüssen.